Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ein religiöses Bekenntnis oder auch Nichtbekenntnis gehört zu den intimsten persönlichen Dingen eines Menschen. Dieses ist zu respektieren, egal welche Anschauung und Überzeugung man selbst vertritt. Wir leben in einem Land und Kontinent, wo trotz aller Säkularisierung ein christlicher Humanismus die ethische Grundlage unserer Gesellschaft bildet. Zu den christlichen humanistischen Werten gehört auch das Toleranzgebot in religiösen Fragen. Egal ob Christ, Jude, Muslim, Hindu, Buddhist, Agnostiker oder Atheist, die persönliche Glaubensfreiheit ist zu respektieren. Ebenso wie alle Andersgläubigen die christlich-humanistische Grundlage unseres Gemeinwesens zu respektieren haben. Die Berliner Schulen, wo aufgrund der zunehmenden und fehlgeleiteten Migrationspolitik kulturell-religiöse Wertesysteme immer stärker aufeinanderprallen, sind nun der Lackmustest für jedes Toleranzgebot. Und hier sieht es leider alles andere als gut aus, wie die vor kurzem veröffentlichte DIVI-Studie aufgezeigt hat. Es geht aber nicht um konfessionelle Streitigkeiten, wie sie aus der europäischen Geschichte bekannt und zum Glück überwunden worden sind, sondern um einen regelrechten Clash of Civilization, wie ihn der amerikanische Politikwissenschaftler Samuel Hunting beschrieben hat. Diesem Kampf der Kulturen sind unsere Kinder und teilweise auch Lehrkräfte aufgrund einer katastrophalen, von den Kartellparteien verantworteten Multikulti-Politik nun praktisch schutzlos ausgeliefert. Die Ideologie des Multikulturalismus, die importierte kulturelle Strömungen auf geschichtsblinde Weise der einheimischen Kultur gleichstellt und deren Werte damit zutiefst relativiert, betrachten wir als ernste Bedrohung für den sozialen Frieden und für den Fortbestand der Nation als kulturelle Einheit. Und so sieht es heute an den Berliner Schulen aus. Schüler, die nicht in die eigene kulturell-religiöse Kategorie fallen, werden von toleranzunwilligen Mitschülern religiös gemobbt, abgewertet, verbal beleidigt, ja sogar zu konformen Verhaltensweisen gezwungen. Meine Damen und Herren, diese Zustände sind untragbar und müssen endlich entschieden bekämpft werden. Es ist menschenverachtend, hier die Augen zu verschließen und das Problem zu ignorieren oder kleinzureden. Denn die psychosozialen Schäden bei Kindern und Jugendlichen sind kaum absehbar. Wer hier nicht konsequent handelt und mit allen Mitteln erträgliche Verhältnisse wiederherzustellen versucht, vergeht sich an unseren Kindern. Die Arbeit des DEFI-EVs, die sich mit der sogenannten konfrontativen Religionsausübung beschäftigt, verdient daher größtmögliche Förderung und Unterstützung. Dazu gehören eine dauerhafte finanzielle Absicherung und ein Ausbau ihrer Arbeit, wie wir es in unserem Antrag fordern. Die besorgniserregenden Zustände in den Schulen sind zwar allgemein bekannt, was aber fehlt, sind detaillierte Untersuchungen über das genaue Ausmaß und, das ist das Wichtigste, die konsequente Berücksichtigung der Erkenntnisse für die konkrete Arbeit an den Schulen vor Ort. Dazu gehört unabdingbar eine Anpassung der Leitlinien Islam und Schule für Lehrerinnen und Lehrer. Und ich begrüße es, dass die Frau Bildungssenatorin dem Projekt aufgeschlossen gegenübersteht und wünsche ihr an dieser Stelle schon mal mehr Durchsetzungskraft als ihrer Vorgängerin, die ja mit teilweise guten Ideen immer wieder an ihren Koalitionspartnern gescheitert ist. Denn es ist sowohl befremdlich als auch entlarvend, dass Linke und Grüne die DEFI-Studie absurderweise als antimuslimisch bezeichnen. Die ADHS-Studie von 2020 fordert den Begriff konfrontative Religionsausübung zu vermeiden, da diese angeblich stigmatisierend sei. Was aber die wenigsten wissen, die Befragung der ADHS-Studie erfolgte gar nicht an Berliner Schulen, sondern in Jugendgruppen muslimischer Gemeinden, zu denen der Neuköllner Integrationsbeauftragte Günnar Baltschi erklärte, sie vertreten, leben und verbreiten ein reaktionäres Islamverständnis. Und zu Recht hat deshalb der Neuköllner SPD-Bezirksbürgermeister Hickel die ADHS-Studie mit ihrem völlig einseitigen Narrativ von Muslimen als Opfer scharf kritisiert und sieht die Glaubwürdigkeit der Anlaufstelle für Diskriminierung
insgesamt gefährdet. Es ist im Grunde grotesk, dass sich die dezidierte Linke innerhalb der Regierungskoalition auf die Seite radikaler Islamisten schlägt, zu deren politische Strategie das Diskriminierungslamento mit seiner wirklichkeitswidrigen Opfer-Täter-Umkehr gehört. Machen Sie endlich die Augen auf, meine Damen und Herren, stellen Sie sich den wirklichen Problemen der Berliner Schülerinnen und Schüler, übernehmen Sie endlich Verantwortung für die von Ihnen mitverursachten gefährlichen Zustände an den Berliner Schulen und unterstützen Sie deshalb die Arbeit des DEFI e.V. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.